Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen und Jenny Tana. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem wunderschönen kleinen Survival-Projekt hier, Woodlands. Wir sind wieder in fast voller Runde mit dabei. Die Ecki fällt heute leider weg. Dafür sind wir dabei Mondapfel und Skyring. Hallo. Hallo. Die beiden haben es direkt als erstes geschafft, hier mit in die Aufnahme reinzukommen. Wir haben sie, beziehungsweise Bilbo, hat sie auch schon kräftig ausgerüstet mit 2-3 Fleisch. Und Karo. Und wir müssen uns jetzt mal ein bisschen überlegen, was wir denn mit den beiden anstellen. Wir haben ja gesagt, entweder kriegen sie irgendeine Aufgabe oder sie dürfen sich halt hier in dem Projekt anderweitig auf eigene Faust verewigen. Was würdest du denn heute sagen, Jenny? Ich würde sagen, da wir selber noch erstmal wissen müssten, wie und wo und was wir hier genau bauen, würde ich sagen, dass wir uns einfach erstmal mithelfen, dass nicht irgendwas nebenher parallel ist. Du kriegst gleich noch ein. Psst, ich muss gleich noch Kühe jagen. Da kriegst du auch. Okay, das heißt, die beiden müssen jetzt in dieser Folge mal ihr Können beweisen, indem sie mit uns bauen, ja? Würde ich jetzt sagen, ist besser, als wenn wir jetzt parallel versuchen, irgendwie, dass sie selber was Eigenes sich verewigen und erstmal hier einen Anfang reinkriegen, dann kann man schauen, dass man eventuell irgendwann mal anfängt, dass sie was Eigenes bauen können. Okay, ich bin sehr gespannt, wie sie im Fallschirmspringen sind. Okay, ich nehme auf jeden Fall schon mal einen davon mit. Wer möchte denn springen oder nicht springen? Okay, dann nehme ich Mondapfel mit. Bilbo muss dann eben die Dingens nach oben bringen. Ich muss Kühe jagen. Ich brauche noch einen Bauarbeiter. Alles. Ja. Ich glaube, sie macht einen Bauarbeiterhelm. Ja, was machst du gerade? Also okay. ich mache das Vermächtnis von Ecki weiter dann. Machst die Treppe, okay. Hier oben die Treppe zusammen mit Mondapfel. Oh Gott. Ja, gut, dann hätten wir das auch schon. Hier oben sind wir fertig. Wo bin ich? Wo sind wir denn jetzt hier? Hä? Hallo? Ja, wir sind letztes Mal angefangen, hier den Baum so ein bisschen auszuhöhlen. Vielleicht magst du ja auch helfen. Ich weiß nicht, wo wir hier gerade raus. Ich warte einfach ganz kurz. Ich schaff das. Ich hol mal unten 3 Steine und mach mir meine Axt. Warte, ich kann dir das. Also, bist du ja hier. Mu! Alter, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Kommen wir hier überhaupt irgendwo raus? Ach, guck mal da. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Oh, geil, Alter. Alter, voll die coole Lagune da unten. Guck mal da, in die Richtung. Ui. Karo, da unten ist voll die Wasserlagune. Hier sollte man nur nicht runterfallen. Okay, auf welcher Höhe sind wir denn jetzt hier vom Baum her? Geht's hier noch höher im Baum? Oder Wolkenhöhe. Ist das hier? Wolkenhöhe. Mhm. Ja, du kannst mal gucken, wie weit du hier nach oben kommst. Und ich gehe dir in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Ausrüstung holen, was Rüstung und sowas angeht, falls du da oben gleich angefressen wirst. Außerdem bringe ich dir noch ein paar Fackeln mit, das ist ja grässlich da oben. Und Bilbo jagt also, immer noch vor. Also wenn du Fackeln machst und so, die kannst du hier auch. Ich versuche mich gerade mit Paarungsrufen, aber irgendwie reagiert keine. Mach nochmal. Da will ich auch nicht kommen. Ich bin keine. Also Bibi, ich möchte ja jetzt echt nichts sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum da keine Kuh kommt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie scheinen die alle keinen Geschmack zu haben. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid für dich. Ja. Okay, ich habe ein paar Fackeln für unsere fleißigen Helfer. Essen solltest du noch genug haben, ne? Ja. Was brauchst du denn sonst noch so? Vielleicht noch ein Schwert und ein bisschen Rüstung. 8 und 2. Perfekt. Da oben ist er jetzt einfach mal. Ja, es geht noch ein bisschen hoch. Ja, dann hast du ja Spaß, denke ich mal. Ich könnte dir doch einfach natürlich meine Holzaxt geben, ne? Aber. Karo? Ja, hier. Kannst du mir da irgendwie 3 Steine oder so geben? Wird heller! Kannst du das nicht aufmachen? Nee. Hast du gerade Nutella gesagt oder es wird heller? Well, ja. Es wird heller. Achso, Nutella. Habe ich ja? Nutella gehört? William? Schokolade? Ja. Skyrim kann keine Kisten aufmachen. Nein. Wieso keine nicht? Okay. Weißt du nicht? Oh Mann. Oh. Ja. Keine Kühe, keine Schokolade. Ich habe keine Ahnung, wieso das nicht geht.
Ich kann ja kannst mal ganz ja kurz OP. So, und dann brauchen wir nur X. Ja. Gut, dann hätten wir das jetzt schon mal. Guck mal, hier habe ich was für dich. Das da. Und das da. Dankeschön. Und das da. Das sollte dir erstmal ein bisschen Schutz bieten. Danke. Wie kann ich dir dann weiterhin helfen, hier, wenn du nach oben gehst? Ich leuchte ja immer so ein bisschen hinter dir aus und du guckst, dass du nach oben kommst. Oh. Oh. Unten noch irgendwie. Oh, da. Ich könnte mal. Sag mal, haben wir irgendwo schon eine Schere? Nee. Nee. Okay, schade. Schere hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Hä, wo kommt denn jetzt der Ast her? Hä? Also, das ist ein echt guter Baum hier. Ja, das ist der günstigste Baum für unser Vorhaben. Kein bisschen verwirrend oder so. Oh, da oben ist aber Licht. Ja, dann schnell. Ich glaube an dich. Fall bitte nicht. Bitte, pass auf, dass du nicht runterfällst. Das wäre echt fatal. Du hast doch vorhin gesagt, sie sollen Fallschirm springen, oder nicht? Ja, aber das war vielleicht nicht so gemeint, wie es... Oh Gott! Alter, bin ich gerade erschrocken. Gott, oh Gott. Okay, ja. Wir sind jetzt auf Schneehöhe, wollte ich nur mal sagen. Was? Ja, wenn du, wenn du die Treppe hochkommst und dann auf dem Brett stehst... Einfach hier weiter ausfüllen. Wir wollen hier unser Kistenlager machen. Okay. Schnee. Okay. Wollen wir so hoch, dass da Schnee ist. Ich guck mir das gleich mal an. Jenny, willst du eine? Ich hab noch eine. Ich bin gerade vielleicht minimal überfordert mit der Situation. Ich hab gleich zwei gemacht. Dankeschön. Okay, also es geht hier schon mal stark voran, glaube ich. Also es geht auf jeden Fall besser voran als... Na gut, okay. Wenn Bilbo auch die ganze Zeit nur über die Map rennt und irgendwelche Mu-Rufe macht. Ja, die komme ich! Oh. Bist du immer noch am Suchen? Ja. Ich glaub, vielleicht solltest du mal auf einer anderen Sprache versuchen. Sibu Blämü! Genau so. Ich fand ich das ja jetzt. Oh, geil! Guckt euch das mal an. Nö. Wo ist denn. Was? Bist du runtergefallen? Nein, ich bin nur runtergefallen. Oh, Gott sei Dank, du bist da. Okay. Die Frage ist jetzt: Sollen wir ein Rathaus on top of the Baum bauen? Oder was ist euer Plan? Jenny, sag mal was dazu. Du kennst dich da ein bisschen ästhetischer. Mit aus. Also ich glaube, ich würde sagen, in den Baum, oder? Also quasi, dass man so einen Riesenbaum, ein Riesenhaus hat, was man da reinsetzt. Quasi, wo dann so die Fensterfronten quasi so aus dem Baum rausstehen. Okay, also willst du auf den Baum an sich gar nichts machen? Nein, nicht auf, sondern so... In den Baum. Halt, ja, ich weiß, halt was du meinst. Ja, so ich wie weiß, man was halt du meinst. Ein Baumhaus auch hat. Ne? Meistens okay. Hat man ja um den Ast drumherum hat man erstmal so ein Brettergedönse, dass man da auf einer Plattform stehen kann und dann wird da irgendwas hochgebaut, dass man in den Baum sozusagen drin ist. Nur halt ein bisschen größer. Okay, das heißt, wir werden jetzt hier einen Verschleiß haben, over 9000, was Eisen und... Scheren angeht. Das ist schon mal super. Ich habe französische Kühe gefunden. Sie du Blame. Französisch. Weil sie auf mein Müll reagiert haben. Okay. Wie? Ich habe zwei Lieder für dich. Also Leute, ihr merkt es jetzt. Ich schneide das nicht rein, dass Bilbo so komisch verrückt ist. Okay. Ich bin ganz normal. Meine Mama hat mich testen lassen. Fragt sich nur, auf was die dich testen lassen hat. Weiß ich nicht. Oh Gott, bist du schnell? What the fuck? Ja, wenn du rennst und dann springst, dann bei der Mutter. Ach so, du hast gecheatet. Okay. Hex. Sie kann das auch. Sag mal, braun, braun, braun. Bin ich hier auch noch ein bisschen rein? Ja. Mondapfel? Ich? Sag braun, braun, braun. Braun, braun, braun. Braun, braun, braun. Sie sagt das genauso wie Leo, ich finde das lustig. Ja, ich bin nur ein Eher, wollte ich nur mal so angemeldet haben. Oh, Kacke! Das ist... Wie alt bist du denn? Ja, Ja, weil Mondapfel... Heidi. Mondapfel heißen immer so Leute wie Juju und sowas. Ja, durch die bin ich auch auf den Namen gekommen. Ach so! Ja, genau. Ja, gut. Dann ist das was anderes. Ja, kann ich nochmal eine Axt mitmachen?
Ja, wäre nett. Ja. Gib mal einen Tipp ab. Wie bauen wir das denn weiter? Redest du mit mir? Okay, mir fehlen zwar noch drei Leder, aber ich habe Eisen gefunden. Was? Ganz viel Eisen. Dass man hier so reinkommt. Ja. Oh, sehr gut, dann fehlt mir noch ein Leder. Hier ist der Eingang und dann macht man hier noch ein bisschen wo dahinter. Nur noch eine. Hab Kühe gefunden. Also das sehr halt gut, mach einfach mal. Ich geh noch eine Schere machen. Noch 2, 3, 18. Caro? Ja. Wo bist du eigentlich gerade? Ich sammle Kühe und Kohle. Bist du auch am Kühe Rumrennen und Mu schreiben? Schreiben. Aber mir funktioniert es gerade irgendwie besser. Ich habe Pferde gefunden, die geben auch wieder. Goodbye, Horsies. Nein, warte noch. Oh, die armen Pferdis. Ich versuche noch die... Töte sie! Achso. Nee, du musst sie töten, meine Kuh hat nichts gegeben. Töte sie echt. Töte ich habe ein Dorf feierlich gefunden. Wie viele Scheren brauchen wir da oben noch? Deine Penny, Einschätzung das bitte? Das war jetzt aber nicht gerade nett zu Pferden. Echt so. Ich schlachte gleich die ganze Herde ab, dann weint war keiner. Vielleicht ja nicht auf Pferde bezogen. Sind Dörfer genehmigt? Was ist genehmigt? Dörfer. Ach, Dörfer. Hallo. Ich sag ja, kaum redet komisch. Nee, aber ich glaube, die sind... Also, was heißt denn mit genehmigt? Weiß nicht, dass ich da das Essen klau. Ja, aber du kannst es ja nach... vielleicht brauchen wir es ja noch. Guck mal, hier habe ich ja noch eine Dingens mitgebracht. Es gibt keine Schmiede, wie lange? Wie machen wir denn hier... Also, willst du jetzt einfach hier die ganze Wand wegmachen, ja? Bitte. Ja, halt da so. Ich hab da schon so zwei Gänge so rein und das dann... Ach so, ja. Oh, ich hab das hier nicht kaputt gemacht. Ach so, nee, hä? Ja, so halt den Raum da drin. Also gut, jetzt hab ich's verstanden. Geilo. Und weg, und weg. Kartoffeln. Guck mal, jetzt können wir hier... Also ich glaube, hier sind noch 2, 3 Schichten. Sollen wir da dann rausgehen und ein Fenster hinbasteln? Hat eigentlich letztes Mal jemand Sand gesammelt? Ja, unten in der Kiste ist was. Ja. Wow. Oh Gott. Ganz viel. Alter. Sehr knapp. Du hast Nerven, ey. Ich? Ja, du. Okay, wir bauen das hier so ein bisschen raus, dass wir hier auch vernünftig, über den Rand drüber gucken können. Noch eine Schicht dran. Oh, weiter Helm. So. Yay. So, ich gehe dann auch mal. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Tschüss. Meine Ernst, was soll ich jetzt tun? Ja, du kannst... Bilbo hat immer gute Ideen. Du könntest uns mal hier sagen, wie wir hier so ein Fenster... Was? Willst du den anziehen? Siehst du den bitte an, wir sind hier auf der Baustelle. So, ich würde sagen, wir machen mal ein paar Kisten, dass du hier welche hinstellen kannst. Warte, ich hab da jetzt eine Stockmannstange. Mach nur, ich mach nix. Ich guck zu. Was ist das eigentlich jetzt für Stundenlohn, den ich da... Stundenlohn? Ja gut, der ist leider unter Mindestlohn. Eigentlich gar nichts. Nein. Ja, dann kündige ich hier. Niente. Ach so, Mist. Dann, ein Taler. Ich sage dir nicht, was der Wechselkurs für Taler ist. Okay, guck mal, jetzt können wir hier theoretisch so ein ultra tolles... Dann könnte man hier nochmal einen Balken reinziehen und dann kann man... warte mal. Wackelsäule. Wackelsäule. Ja, können wir mal so lassen. Auf Gras kann man es halt nicht platzieren, ne? Ja, das ist klar. Ja. Ich bin nur gerade am Überlegen, wenn wir hier so ein Fenster reinmachen wollen, wie machen wir das mit dem Fenster? Alter, schubs mich nicht! Oh. Schubs mich. Okay, pass auf. Wollen wir Glasblöcke oder wirklich Scheiben nutzen? Soll ich es wirklich machen, Caro? Glasblöcke. Ja. Aber ich glaube, dann schließt... Nein. Schade. Caro, er würde das wirklich machen.
Ja, finde ich gut. Woher willst du das wissen? Er würde. Ich weiß das auch, Gott! Okay, so und jetzt.